Ich habe zwar noch nicht 10 Likes gekriegt, aber ich wollte jetzt schon mal zeigen, wie ich an dem Let's Play Teil beginne. Sizilianisch. Ich habe erstmal die Stufe auf 4 nach oben gestellt. Sizilianische Eröffnung. Ich springe auf 6, D3, deck den Bauern die E4. D6, vielleicht will er damit den Läufer rausholen. Könnte ich mir vielleicht denken. E6, D5, aber D5 ist noch nicht der drohende Zug. Läufer D3, Springer G4, greift diesen F2 Bauern an. Läufer wird angegriffen, aber Doppelbauern kann ich so verhindern. Dann Dame zu E2. Und er nimmt raus, ich nehme zurück mit der Dame. Und er wird G6, will vielleicht den Läufer hier 4 schattieren. Kann ich wohl verstehen. Läufer G7 möglich. Macht er auch, er greift den Springer an. Ist dann Doppelbauer schlimm? Ich würde sagen, der ist da nicht schlimm. Ich kann ja kurz rochieren. Er nimmt auch noch nicht raus. Ich setze erstmal den Turm auf diese Linie. Weil wenn er nämlich hier raushaut, dass ich dann... Ah, macht er nicht. Also der Springer wird stehen gelassen, wenn er raushauen würde. Das würde ich, glaube ich, irgendwie begrüßen wollen. Wenn ich den Bauern hier einen hochsetze, der ist 1, 2 angegriffen und 1, 2 verteidigt. Das wird also klappen. Er rochiert. Habe ich ja auch schon gemacht. Er könnte den Läufer in den Springer, würde ich auch gerne mal von der Linie, weil sonst er könnte den Bauern runtersetzen und es muss natürlich ein bisschen mehr auf die Liege auch gehen. Den Bauern kann ich nicht nehmen. Kann ich aber stattdessen machen, den Springer rübersetzen nach... Wohin denn? Den Springer könnte ich ja rübersetzen nach... Stell ich mal nach F3 zurück. Springer C6 entwickelt sein Pferdchen. Droht hier Springer E4. Er ist nicht wirklich. Jetzt den Turm nach D1. Ich greife schon mal den Bauern hier an. Ich könnte ihn vielleicht noch einmal drauf gehen, indem ich den... Also er hat den Läufer erstmal auf F6 gespielt. Das könnte es bringen. Vielleicht ihn hier hinzusetzen und dann die Dame anzugreifen. Aber ich möchte sie ja sowieso wegsetzen. Und zwar nach hierhin, das Feld D3. Der Bauer auf D6 hängt. Soll ich den nehmen, dann tausche ich es da ab. Ich hatte einen Turm da oben stehen. Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Den Doppelbauern hier kriege ich dann sowieso hier. Da die halb offene Linie. Den Bauern nehmen. Dame nimmt und Turm nimmt wieder. Turm B8. Wenn man den wieder Springer nimmt, dann nehme ich den Bauern wieder, ist der dann hier angriff. Dann kann ich den Springer nehmen, weil dann wird der Bauer und wird sie alles nehmen. Aber erstmal müsste er erstmal, da kann ich nicht hin, weil da zwei drauf ist, ich bin da nur einmal drauf, geht also nicht. Vielleicht stattdessen mal den Turm nach darüber setzen, bringt nicht viel. Ja, was ich eher machen könnte, wäre vielleicht ein Schlupfloch für meinen König aufzubauen. Mit dem Zug G3 mache ich das mal. Er setzt den Läufer zurück und der wird angegriffen. Wohin? Damit ich ziehe den Turm. Mein Türmchen geht zurück nach... Ja, kann er den Finger wieder setzen. Setze ich den nach da kann er mit dem Läufer nicht hin. Also ich setze den Turm erstmal hier hin. Was macht er? Er greift wieder den Springer an. Das ist wieder dieses Hin- und Hergeziehe wieder. Ich will damit nicht in die Offensive gehen. Den Bauern kann ich nicht bewegen, da sonst wieder hängen würde. Aber ich will den Zug Springer B4 verhindern. Also A3, macht er G5. Ne, G5, drohe G4. Er droht G4, aber G4. G4, Springer muss ziehen. Wenn wir es jetzt schon ziehen, den Springer, da hängt der.
Vielleicht ziehe ich den jetzt schon mal zurück, weil mir G4 setzt. Na, macht er noch nicht. Er setzt noch nicht G4. Vielleicht kann ich diesen Bauern da noch mal ein bisschen stützen hiermit. Vielleicht. Na, das, darunter leidet die Königsstellung ein bisschen zu sehr. Königsstellung sollte nicht leiden. Den Springer könnte ich vielleicht auch mal besser setzen. Besser hinstellen. Vielleicht erstmal den Läufer hier hinsetzen. Was macht er jetzt? Er tauscht jetzt mein Pferdchen ab. Greife ich schon mal den Bauern an. Jetzt greift er meinen Läufer an. Der sollte sich bewegen. Ich setze ihn mal zurück nach hier hin. Er lässt das Pferdchen da erstmal stehen. Und ich könnte den Turm theoretisch hier nach B6 bringen. Er setzt Turm A7. Turm A7. Ich kann den anderen Turm hier zur Verdopplung holen. Ja, ich kann meine Dümme ja selbst 6. Reihe verdoppeln, oder wie ist das? Müssen wir aber nehmen, also zurücknehmen. Na, ich mache erstmal zum Verdopplung. Da ist eine Gabel. Ah, geht nicht. Diese Gabel geht ja nicht, weil ein Läufer da ist. Da ist ein Springer, den kann ich den Bauern jetzt nehmen. Bauern nimmt. Ah. Der Springer deckt ja den Bauern, den Läufer hier. Kann ich ihn auch vertreiben, den Springer? Geht nicht wirklich. Geht alles nicht. Aber ich könnte mal versuchen, den Springer zu tauschen. Nee, will er nicht. Er will den nicht tauschen. Da muss man ein bisschen mehr Offensive gehen hier. Da hat er die Türme gegabelt. Nimmt er den weg. Was nehme ich denn jetzt? Nehme ich den Läufer hier weg oder nehme ich den Springer hier weg? Nehmen wir den Springer weg, weil der ist nicht lästiger. Sollte der erstmal seinen Läufer bewegen. Und dabei hängt dieser Bauer jetzt. Der tut hängen, dann hängt auch der Bauer. Ah. Sollte ich diesen Bauern doch erst einmal stützen. F3. Er setzt den Turm. Würde ich gerne tauschen. Nehme ich den weg. Nimmt er den zurück? Ja, er nimmt zurück. Nehme ich den Turm wieder. Und er setzt den Läufer und greift meinem Bauern wieder an. Ich könnte den mithilfe Springer von Springerzügen nach da verteidigen oder mit dem Läufer hier verteidigen. Wohl eigentlich möchte ich den Springer gerne da oben behalten. Ich setze den Läufer hier und verteidige so den Bauern. Ich könnte dafür hier den Läufer angreifen. Er sollte hier hinziehen. Jetzt gehe ich mit meinem König raus. Jetzt greift er schon am Königshügel an. H5, König G3. Turm ergreift schon mal diesen, den Läufer an. Er greift diesen Läufer schon einmal an, aber der ist ja gedeckt. Ich mache ein bisschen mehr Offensive. Den sollte ich jetzt bewegen. Ich greife den Turm an, ersetzt den. Wohin damit? Mit dem Springer. Den Bauern rausnehmen, dann wieder zurücknehmen, ich würde wieder nehmen. Dann würde ich ja wieder eine Figur opfern, aber ich will gerne den Turm darunter haben. Bauern nimmt Bauern wieder. Hier hoch, Bauern im Schach.
Hier hoch, Bauern nimmt Schach, Bauern nimmt, Bauern nimmt, Bauern nimmt. Aber er nimmt so erstmal weg. Der Turm kommt erstmal beiseite. Bauern eine Höhe setzen. Nochmal eine Höhe, dann kann er die Turm dazwischen. Nochmal eine Höhe, dann wird schon kritisch hier. Dann muss er schon mit dem König ran. Wir müssen ja schon mit dem König ran hier. Nur der Schach. Das ist ein Schach, den Bauern kriege ich nicht durch. Oder ein Schach ist. Da ist ein Schach. Aber ich riskiere trotzdem den Turm. Schach. Schach. Und was mache ich jetzt? Den Läufer zwischen. Nein, wird genommen. Ich mache am liebsten erstmal den König hier ein höher setzen. Hier hin. Er nimmt ihn weg, er opfert sozusagen Turm gegen Springer und Bauer. Zack, jetzt hat er den Springer genommen. Und ich setze den Läufer hier hin. Greift er mit diesen Bauern an. Setzt er den? Nein, er verteidigt ihn. Dann greife ich direkt mal den Verteidiger an. Er setzt ihn wieder ein höher. Oh, da habe ich einen Bauern näher, dann muss ich die mal nutzen. Die mal mit dem König hier ein höher. Oh, da läuft er da. Da haben wir da einfach genommen mit Schach, also muss ich da schon zurückgehen. Oh, H4, das sieht nicht mehr so schön aus da hinten. Dann werde ich den erstmal tauschen. Und den Läufer angreifen. Zack, er setzt den nochmal rein. Der Läufer angegriffen und jetzt greift er den Bauern hier auf 2 an. Auf 2, was meine ich mit 2? Läufer hier zurück. Und dann ist er nämlich verteidigt. Zack, den Bauern nochmal höher. Läufer wieder dahin. Ich kann den Bauern gut kriegen, der hängt. Dafür hängt auch der. Setze den Bauern den Läufer zu. Setze den hier hin. Tauscht nicht ab. Will nicht tauschen. Er ist nicht so gerne ein Tauscher. Aber ich kann hier den Bauern tauschen. Hier einen Bauern getauscht. Ich habe momentan einen Bauern näher gegen den Stufe 4 hier. Ich sollte am besten die weißen Felder meiden hier. Weil dann kann er mit seinem Läufer Schach geben. Oder könnte ich mal versuchen, den Läufer zu tauschen. Den Läufer tauscht an die. Ja, er nimmt es an. Finde ich toll, weil. Dann kann ich mit meinem Bauern rennen, laufen. Den kann er ruhig kriegen. Ich werde mit dem Bauern schneller durch sein. Ja, noch kann er den Bauernquadrat da rein. Der muss sich um einen der beiden Bauern kümmern. Na, da ist kein Durchkommen. Kann er da gehen. Den kriege ich so nicht durch. Eigentlich sind da noch Bauern. Ich muss den König schon wieder runtergehen. Jetzt kann er natürlich da rein. Ich kann den so erstmal abdrängen. Den Bauern kann ich ziehen, weil sonst landet der sich um. Bauer hoch, der König. Man müsste den Bauern
Bauernhof, er müsste doch den Bauern hier setzen. Wenn ich die nehme, ist das dann, wenn ich ein Part gesetzt. Oh, das war nicht so ein schöner Zug hier. Part. Hatte ich eine Zwickmühle gemacht. Unentschieden wegen Part. Part Spiel unentschieden. Ich hätte was anderes machen sollen.